vermissen euch so sehr. Frohe Ostern! Hallo ihr Lieben, wir sind die Bruders aus dem Schwarzwald. Wir grüßen euch ganz herzlich nach Sinsheim. Es geht uns gut als Rentner, wir sind glücklich. Ora und Labora beherrschen unseren Alltag und ab und zu eine Wanderung, wie sie jetzt gerade hinter uns liegt, durch die schönen Wälder des Schwarzwalds. Wir sind aber auch viel in Gedanken in Sinsheim bei euch und bete auch für euch und wünsche euch jetzt ein wunderbares Osterfest der anderen Art. Wir grüßen euch. Hallo ihr Lieben. Uns geht es gut. In den letzten Wochen haben wir gemerkt, dass es nicht das Allerwichtigste ist, gesund zu sein, sondern dass wir geliebt und gesegnet sind. Und das sind wir. Vielen Dank für eure Gebete. Bleibt in diesen wilden Zeiten auch in euren Themen geschützt und getragen. Wir wünschen euch ein gesegnetes Osterfest. Bleibt behütet. Viele Grüße aus Hilsbach. Freunde, mit diesem Lied möchte ich euch grüßen. In dir ist Freude. Ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Okay, macht's gut. Tschüss. Gott. Psalm 90 und 91 wäre gut zu lesen. Passt zu unserer Situation. Tschüss. Wir sind hier in dem schönen Hasmersheim und haben eine Radtour gemacht bei dem herrlichen Wetter, so wie das jetzt viele momentan vielleicht von euch auch machen. Manche müssen vielleicht auch arbeiten, ist alles ein bisschen komisch mit diesem Ostern. Also wir hoffen, dass es euch gut geht und senden euch Grüße und sagen, wir wünschen euch frohe Ostern! Tschüss! Hallo von den Kälberers! Hallo! Wie ihr seht, sind wir hier bei uns im Garten. Es blüht alles wunderschön und die Sonne scheint. Hier halten wir uns echt sehr gerne auf, auch in dieser speziellen Phase. Das genießen wir wirklich sehr. Und wir wünschen euch allen frohe Ostern und ein schönes, langes Wochenende. Ja, macht's gut. Ciao. Ciao. Herzliche Grüße aus Hohenheim.
Also es wird Zeit, dass die Friseure wieder aufmachen. Also das ist das, was nicht so gut ist. Ja, ansonsten geht es uns echt gut, gell? Ja, geht so. Ich finde, es gibt Höhen und Tiefen. Wir grüßen euch. Mal haben wir gute Tage, mal schlechte Tage. Unsere Kinder haben sich mal kurz verweigert. Die wollten nicht aufs Bild. Dafür filmt die Marie jetzt. Der Benedikt schläft noch. Wir freuen uns, dass das Wetter so schön ist. Und uns geht es eigentlich richtig gut. Wir sind gesund und wir haben uns als Familie. Trotzdem vermissen wir euch sehr und hoffen, dass wir uns bald wieder sehen können. Ein Lied haben wir euch noch mitgebracht, das spielen wir jetzt zusammen. Ah. Ja, jetzt. Musst du es aufrufen? Ja, ist authentisch. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, es ist meine Zuversicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nie. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Hallo alle zusammen, schön euch zu sehen, hoffentlich ganz viele. Ich bin auf dem Weg zum Shoppen. Ja, ist nur der Rewe, aber immerhin, weiß mal draußen. Ansonsten, uns geht's gut, wir sind gesund, sind immer zu Hause. Mein Papa kommt sonntags zum Essen zu Besuch, damit er wenigstens einmal irgendwie einen Menschen zu sprechen hat. Zum Friseur müsste ich vielleicht mal. Ansonsten halten wir es aus, bleibt gesund, alles Liebe, Gottes Segen, sonnige Osterfeiertage und heiß auferstanden. Amen. Hallo liebe Gemeinde, liebe Grüße auch von uns aus Idlingen. Wenn wir an die Gemeinde und Ostern denken, fällt uns sofort ein, dass wenn man in die Gemeinde Sonntag früh kommt, man angelächelt wird und einer einem entgegenruft, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und genau, wir wollen euch auch gerne an unser Angebot erinnern, wenn ihr gerne mal telefonieren wollt, eine Nachricht braucht oder Hilfe beim Einkaufen oder sonst irgendwas. Wir sind sehr gerne bereit und freuen uns auf euch. Ciao. Tschüss. Hallo ihr Lieben, viele Grüße aus der Schweiz. Ich hoffe, euch geht's gut. Und genau, ich wollte euch ermutigen, diese Situation auch von Corona, wo das Leben schwierig wird und wir auch sehen, dass viele Menschen sterben. Ich wollte euch einfach ermutigen, weiterhin oder Leuten von Jesus zu erzählen und Zeugnis zu sein. Gerade in der Zeit, wo wir sehen, wie schnell das Leben auch vorbei sein kann und wie Tausende auf der ganzen Welt sterben und viele womöglich ohne Jesus jemals gekannt zu haben. Also alles Liebe und viele Grüße aus der Schweiz. Macht's gut! Hier sind wir beide. Grüße aus Bad Ravenau und frohe Ostern. Hallo ihr Lieben in der CG. Ich hoffe, dass ich hier was zustande bringe. Ich wünsche euch frohe und gesegnete Ostertage, trotz allem. Wie ihr ja wisst, ist mein Augenmerk und mein großes Interesse und auch meine große Liebe gilt Israel und den Juden. Und ja, ich wollte euch bitten, dass ihr auch euer Augenmerk gelegentlich mal dahin richtet. Was mich noch sehr bewegt, auch in diesen Tagen, das sind die Migranten, meine Jungs, die natürlich stark leiden. Also zumindest die, mit denen ich Kontakt habe, die sich jetzt wirklich nicht nur von ihren Familien und von uns, sondern ganz und gar verlassen fühlen.
Und ich bitte euch, dass, wenn ihr noch Gebetskapazitäten frei habt, dann betet für sie, dass Gott ihnen so ganz konkret und persönlich nahe ist. Also, ich danke euch und ich freue mich, wenn ich euch wiedersehe. Ich vermisse euch. Shalom, Shalom. Hallo und liebe Grüße von uns aus Sinsheim. Uns geht's gut, wir sind Gott sei Dank fit, wir genießen die freie Zeit und wünschen euch tolle Osterfeiertage zusammen. Genau, frohe Ostern, genießt gutes Essen, genießt das Wetter, vielleicht auch mit einem Spaziergang. Und vielleicht denkt ihr auch an eure Liebsten mit einer kleinen Videobotschaft oder einem Anruf. Und wir freuen uns schon, euch bald wiederzusehen. Bis bald. Ciao, ciao.